Hi, servus, seid gegrüßt. Wir unterhalten uns heute mal über Grannen und warum die Flieger so gefährlich sind und was wir damit für Erfahrungen gemacht haben. Ja, war nicht lustig. Und los geht's. Was sind Grannen überhaupt? Wo findet man die? Eigentlich mehr oder minder überall in der Natur. Das sind Gräser. Jetzt, das ist ja jetzt kein Weizen oder Getreide oder irgendwas, das ist genauso wenig. Man hat sie natürlich aber auch am Getreide dran, also die haben genauso hier ihr Widerhacken dran, was genauso doof ist. Deswegen finde ich es auch immer sehr verantwortungslos oder blöd, wenn hier Hundebesitzer ihren Hund irgendwie ins Getreidefeld reinlassen und der dann der Meinung ist, er müsste da wie so ein Reh rumhüpfen. Finde ich ein bisschen schwierig. Sieht super aus und das macht mit Sicherheit auch Bock. Aber es ist halt einfach recht gefährlich. Und natürlich, abgesehen vom Hund, ist es für die Bauern auch nicht unbedingt toll, wenn da der Hund übers komplette Feld fegt und da die Ernte quasi ruiniert, je nachdem wie viele Hunde das sind und wie lange der das durchzieht, das Ganze. Warum müssen wir darüber reden und warum sind die so doof und so gefährlich? Ist ganz einfach eigentlich. Die sind, also ich habe jetzt hier mal zwei verschiedene. Die sind ein wenig größer, die sind ein wenig kleiner. Die sind aber alle mindestens genauso gefährlich oder gleich gefährlich. Und zwar haben die Widerhaken dran an der ganzen Geschichte. Und die Widerhaken fangen schon am Stiel an. Und die gibt es aber auch, alles gut, innen drin. Ist es auch nicht wirklich besser. Da sind nämlich auch Widerhaken dran und dann haben wir halt das Problem, dass die Kameraden in den Hund eindringen und von allein einfach nichts mehr rausgehen, weil, also ihr seht es hier vielleicht, ich kriege die ganz schwer nur raus, im Zweifelsfall reißen die ab und dann ist es eh ganz, ganz doof. Ja, und warum sind die so gefährlich? Abgesehen von dem Hauptstängel, haben die quasi an jedem anderen Teil Widerhaken dran. Also rein ist alles gut, wenn es so reingeht, aber raus ist dann definitiv schon schwieriger. Ich habe schon gehört von Grannen zwischen Fußzehen rein irgendwie, von Grannen im Auge, in der Nase, im Ohr. Also die sind da sehr hartnäckig, was das angeht und die sind anscheinend auch sehr schnell drin. Wir selbst haben das schon zweimal mitmachen müssen, leider. Einmal habe ich es dann tatsächlich auch noch schlimmer gemacht. Und zwar war Kuba im Garten unterwegs und irgendwann kam er an und hat den Kopf so schief gehalten und hat die ganze Zeit nur geschüttelt und gejuckt und so weiter und gekratzt. Natürlich habe ich gedacht, ja, was hat er denn, was ist da los und habe mal hingelangt und habe mal geguckt, ob er irgendwie vielleicht Schmerzen am Ohr hat und habe ihn so ans Ohr gegriffen. Und dabei habe ich es wahrscheinlich einfach nur schlechter gemacht und habe das Ding quasi nochmal weiter reingejagt ins Ohr. Beim Ohr ist halt das Problem, der kriegt das allein quasi nichts mehr raus. Er kann zwar schütteln und so weiter, aber durch die ganzen Widerhaken und so, das geht einfach nur weiter rein, es geht nichts mehr raus. Wir waren beim Notdienst, haben irgendwie 3- oder 4-fachen Satz bezahlt. Es war irgendwie abends um 10 oder halb 11, irgend sowas. Der Tierarzt war schon in Boxershorts, nicht in Boxershorts, aber in Shorts und wollte am nächsten Tag in Urlaub fahren. War auch wieder eine kostspielige Geschichte. Letztendlich hat er eine Granne raus aus dem Ohr. Die war mit Sicherheit, ich glaube, wir haben sogar ein Bild. Ich packe euch mal, wenn wir es finden, das Bild mit rein. Aber ich zeige es euch mal kurz. Also die war auf jeden Fall mindestens so lang. Sieht man das einigermaßen? Ja. Und dann ist der aber noch mit der Pinzette nochmal so weit ins Ohr rein. Also die war gefühlt irgendwo im Hals schon fast gesteckt, wenn man das so sagen kann. Also der ist garantiert, die war locker so weit drin. Ist sehr doof, der Hund war total lethargisch und nur den Kopf hängen gelassen und so weiter, das war echt, echt kacke. Beim zweiten Mal, das war jetzt erst vor kurzem, Freundin war mit dem Hund unterwegs, er ist irgendwo ins Feld rein, um Gottes Willen, das passiert, das ist halt so. Und dann kam er raus und nur Kopf geschüttelt und Kopf geschüttelt und am Backen gejuckt und genießt und genießt und genießt. Er hat offensichtlich eine Granne drin gehabt oder man weiß es nicht genau, es kann auch sein, dass das irgendwie nur so ein Getreidekorn war oder sowas, genießt wie Sau, hat es einfach nicht rausgekriegt. Und was haben wir gemacht? Natürlich einen Tierarzt angerufen,
Der hat gesagt, ja, wir sollen vorbeikommen, klar. Und dann war es aber so, dass der auf de, dann im Wohnzimmer auf der Couch nochmal genossen hat, genießt hat. Und dann kam wirklich so ein kleines Gerstenkorn raus oder Weizenkorn. Ich habe es gesehen, ich habe es gefunden, dachte aber nicht, dass es alles ist. Wir sind trotzdem zum Arzt gefahren. Ja, und dann kam die Ernüchterung. Der, ich sag mal, der normale Tierarzt kann tatsächlich auch nicht viel mehr machen, wie wir daheim. Also der hat auch nur mit dem blanken Auge in die Nase geschaut. Mehr konnte er nicht tun. Unabhängig jetzt von der Konstellation der Nase und wie lang und na, so die ist. Er kann da nicht mehr tun. Er kann mit den Augen reinschauen. Er hat nichts gesehen. Und letztendlich war die Aussage, entweder ihr wartet noch einen Tag ab, ob er sie rausniest, weil es in der Nase, nämlich, ich möchte jetzt sagen, einfach ist, aber einfacher ist, die Kranne loszuwerden für den Hund wie im Ohr, weil die ist stark durchblutet, die hat Schleim in der Nase und so weiter, er kann sich gescheit schütteln, er kann niesen und so weiter. Also für den Hund an sich ist es einfacher, die Kranne aus der Nase wieder rauszukriegen wie aus dem Ohr. So, und wir sollten uns halt jetzt Gedanken machen, entweder fahren wir in die Tierklinik, weil dann hätte er nämlich eine Narkose bekommen und wäre endoskopisch quasi mal in die Nase reingeschaut worden und hätte dann eventuelle Fremdkörper entfernt. Oder man wartet einen Tag ab. Wir haben uns dann dafür entschieden, einen Tag zu warten, weil eben dieses Gerstenkorn oder Weizenkorn schon raus war. Und letztendlich war es dann halt einfach so, dass er wahrscheinlich einfach noch eine gereizte Nase hatte oder diese Nasehöhlen oder wo auch immer das drin ist und deswegen noch gekratzt und genießt hat. Letztendlich war es einen Tag später rum und es war wirklich anscheinend nur dieses kleine Korn oder er hat es nochmal rausgeschüttelt und wir haben es nicht gesehen. Unterm Strich sind Krannen aber echt kacke und das kann richtig teuer werden und vor allem auch sehr unangenehm für den Hund. Also wenn ihr mir folgt, lasst ihn nicht in so ein Feld und wenn es sein oder wenn es möglich ist, vielleicht auch nicht in so hohe Wiesen rein oder sowas. Passt ein bisschen auf, wo der Hund sich rumwelchert und sich dreht und so weiter. Da reicht auch schon so großes, hohes Gras, dass da was passiert. Nicht übervorsichtig sein, um Gottes Willen. Also wir müssen nicht in Watte packen, dafür ist es immer noch ein Hund. Aber so ein bisschen ein Augenmerk drauf haben, in welcher Wiese rennt er gerade rum, wo spinnt er gerade und wälzt sich. Genau. Ja, und ja, ich sag jetzt mal, immer so ein bisschen die Ruhe bewahren, auch wenn ihr mal eine Kranne habt. Ich weiß nicht, ob man da gleich zum Notdienst muss oder nicht. Also unsere Erfahrung war tatsächlich im Ohr jederzeit, weil die kriegt er nicht raus. In der Nase, dann ist es halt mal einen halben Tag unangenehm und er kann mal niesen und das Zeug rauskriegen, weil, also ich weiß nicht, ich möchte meinem Hund jetzt nicht eine Narkose zumuten, wenn er es vielleicht auch innerhalb von einem halben Tag oder einem Tag selbst rauskriegt. Aber das muss jeder selbst für sich entscheiden und ich habe auch schon genug Beispiele sehen und gelesen und mitkriegt auf Facebook und so weiter, wo die Kranne wirklich richtig tief rein in den Hund ist. Also jetzt nicht unbedingt nur Auge, Nase und Ohren, sondern wirklich auch zwischen den Zähnen und so weiter. Das ist sehr unschön, wir fressen kein Gras, Kuba. Und da kommt es dann tatsächlich schon, ja, ich möchte sagen auf die Minute an, aber zeitnah sollte man da schon handeln, weil am Schluss wird der Hund nämlich tatsächlich operiert und aufgeschnitten und hast du nichts gesehen. Sehr unschön. Habt ihr Erfahrungen mit Krannen gesammelt? Was habt ihr gemacht? Wie habt ihr reagiert? Wie groß waren die? Schreibt mir doch in die Kommentare. Wenn ihr das Video gut fandet, lasst auch ein Like da. Das kostet nichts, hilft mir aber ungemein. Auch einfach nur, um zu sehen, ob euch das Video gefallen hat, ob man sowas öfters machen kann. Ja, wir drehen jetzt noch ein Video. Und zwar trainieren wir wieder mal und machen so eine Trainingscompilation. Ich habe festgestellt, wir haben schon ewig keins mehr gemacht. Das holen wir jetzt nach und das seht ihr dann nächste Woche. Viel Spaß und tschüss.